Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. An einem Sabbat ging Jesus durch die Kornfelder und unterwegs rissen seine Jünger Ehren ab. Da sagten die Pharisäer zu ihm: Sieh dir an, was sie tun. Das ist doch am Sabbat verboten. Er antwortet: Habt ihr nie gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren und nichts zu essen hatten? Wie er zur Zeit des hohen Priesters Abathja in das Haus Gottes ging und die heiligen Brote aß, die außer dem Priester niemand essen darf, und auch seinen Begleitern davon gab. Und Jesus fügte hinzu: Der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Als er ein anderes Mal in der Synagoge ging, saß dort ein Mann, dessen Hand verdorrt war. Und sie gaben Acht, ob Jesus ihn am Sabbat heilen werde. Und sie suchten nämlich einen Grund zur Anklage gegen ihn. Da sagte er zu dem Mann mit der verdorrten Hand: Steh auf und stell dich in die Mitte. Und zu den anderen sagte er: Was ist am Sabbat erlaubt? Gutes zu tun oder Böses? Ein Leben zu retten oder es zu vernichten? Sie aber schwiegen. Und er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und Trauer über ihre verstockten Herzen, und sagte zu dem Mann: Streck deine Hand aus. Er streckte sie aus und seine Hand war wieder gesund. Da gingen die Pharisäer hinaus und fassten zusammen mit den Anhängern des Herodes den Beschluss, Jesus umzubringen. Heute hören wir im Evangelium gleich zwei Stellen über den Sabbat. Die erste ist, wie Jesus mit den Jüngern durch das Feld ging. Ja, sie haben Ehren gegessen, aber nicht als Spaß, sondern als Hunger. Und Jesus hat sie aber gleich verteidigt bei den Pharisäern, wie er ihnen sagte, dass David schon damals auch die Brote gegessen hat, was eigentlich sonst niemand essen durfte, als nur der Priester. Und er sagt aber dazu, dass eben der Sabbat für die Menschen ist und nicht die Menschen für den Sabbat. Das gilt aber auch für uns, dass wir den Sonntag wohlschätzen und ehren. Aber wenn irgendeine Situation ist, wo es nicht möglich ist, so wie damals eben bei den Jüngern, sie haben einen Hunger gehabt, so haben sie eben quasi das Gebot, den Sabbat, übertreten. Aber wir sollen eben da überlegen, was ist jetzt in dieser Situation wichtiger für mich? Und so muss man entscheiden. Das zweite Beispiel ist aber auch interessant, wie Jesus in der Synagoge den Mann geheilt hat. Er hätte ja nicht müssen an diesem Tag, aber er wollte sie wieder, die Pharisäer, ihm auf die Probe stellen, dass sie selber denken müssen, was ist eigentlich wichtig. Und was ist dann für uns wichtig? Was nehmen wir aus dieser Situation mit? Ich glaube, es ist, wenn wir Kranke pflegen müssen, dass er sich sagt,
Er ist jetzt, wenn auch Sonntag ist, ich bin verpflichtet, ihn zu pflegen, zu heilen, so wie eben Jesus den geheilt hat. Er sagt ja, was ist wichtiger, heilen oder eben nicht? Und er will auch uns immer wieder die Frage stellen, was ist in dieser Situation, die du jetzt vielleicht erlebst, wichtig? Und so nehmen wir uns das mit für diese Woche, dass wir selber entscheiden, was in der einen oder anderen Situation für uns notwendig ist.